Meine Damen und Herren, es ist soweit, es geht nach Vegas. Vorher muss ich aber noch meine Haare schneiden. Ich habe den Koffer schon angefangen zu packen, beziehungsweise muss ich hier transparent sein. Isabel Süder hat den Koffer angefangen zu packen. Dankeschön. Die Diät ist seit Freitag vorbei. In 5 Tagen habe ich ungefähr 5 Zimtschnecken gegessen, 7 Packungen Haribos, 4 Döner und 2 Pizzen. Sieht man noch nicht. Kommt aber. Und hier ist der Koffer. Wir müssen noch gucken, wie wir das alles da reinkriegen. Ich habe zwar 32 Kilo, zweimal theoretisch, aber Digga, ich schleppe keine 2 Koffer rum. Hier wird schon Kamera-Equipment gepackt, mein Handgepäck und dann geht's los. Ich weiß, ihr seht mich am meisten mit Cap, das hat auch einen gewissen Grund, aber ich muss trotzdem meine Haare schneiden. Ich werde nächstes Jahr 30. Meine Hairline ist eigentlich noch ganz gut, aber ich habe ein bisschen stressbedingten Haarausfall auf dem Hinterkopf bekommen. Und das ist mir ein bisschen unangenehm, weswegen ich mich dazu entschieden habe, eine Cap zu tragen. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, soll ich versuchen, nochmal eine lange Frisur rauszubekommen? Also eine längere, um das so ein bisschen zu überdecken. Aber, ja, ich glaube, das macht das Problem auch nicht besser. Ich gucke jetzt mal, was ich mache, ob ich sie wieder kurz mache oder ob ich... Ich glaube, ich gehe erstmal... Ich versuche es noch so lang zu halten, wie es geht, glaube ich. Weil danach wird es eh Buzzcut und Cap. Also, ich versuche es noch 1-2 Jahre zu strecken. Guckt ihn euch an. Schwiegermamas Liebling. Ich habe mich für den schlichten Seitenscheitel entschieden. In Andenken an jemand ganz Bestimmtes. Er hat den Seitenscheitel aufgegeben. Leute, ich bringe ihn wieder zurück. Ich werde richtig Shit von Easy dazu bekommen, weil Easy hasst es, wenn ich Seitenscheitel mache. Aber man muss auch mal durchsetzen, was man will. Und ich will den Seitenscheitel tragen. Mein Frühstück. Ich habe schon vom Friseur fertig gemacht, weil die Zeit drückt. Jetzt holen wir uns kurz unseren Anschluss ab. So eine deutsche Kartoffel. Wie findest du es? Entscheide. Sag mal, ich sehe dich nur so von. Klasse. Ja, habe ich doch gesagt, Easy ist auf unserer Seite. Es ist soweit. Jetzt geht's los. Ciao. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt vom Fliegen. Schaut euch diese Scheiße an. Ich bin froh, dass es jetzt in die Wüste geht. Wirklich. 40 Grad im Schatten, kein Regen für die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich. Ich freue mich drauf. Ja, ich sag euch ehrlich, der Plan war ein bisschen anderer. Also, ich bin nach L.A. geflogen, weil ich einen Roadtrip mache. Dachte ich, einfach voll chillig mit dem Auto. Von L.A. nach Las Vegas fahren ist doch eine richtig geile Idee. Ja, ich wusste einfach nicht, dass es hier um fucking 7 Uhr dunkel wird. Und jetzt fahre ich hier mit diesem riesen LKW alleine, weil Basti seinen Flug verpasst hat, von Los Angeles nach Las Vegas. Es ist jetzt 6 Uhr morgens in Deutschland, das heißt, um diese Zeit bin ich aufgestanden. Ich habe jetzt hier mir erstmal an der Tanke 2 Monster gezündet. Mountain Dew. Eine Cola Zero und Sour Patch Blue. Leute, das ist nicht wie erwartet. Alter. Ich muss mir jetzt noch was zu essen holen. Hier vorne ist McDonald's. Ja, anders überlebe ich das nicht. Es ist jetzt auch einfach locker schon 5 Stunden her, dass ich es jetzt mal gegessen habe im Flugzeug. Ihr macht euch keinen Begriff. Es ist einfach so langweilig, Alter. Man wird richtig müde, weil man fährt einfach die ganze Zeit geradeaus und ich sehe ja nichts. Also ich war jetzt hier... Hier sieht man so ein bisschen, dass hier Wüste ist. Aber sonst sieht man halt nicht. Das war eine richtig dumme Entscheidung einfach. Leute, ich bin gestern einfach so räudig ins Bett gefallen. Ne? Ich bin hier hingefahren. Ich bin literally noch 2-mal angehalten. Einfach aus dem Grund, dass es war so dumm, diese Entscheidung hinzufahren. Ich dachte, ich bin mega smart. Ich dachte, Junge, ich spare übelst Geld der Firma damit. Und es macht ja auch Bock, einfach so nach Las Vegas zu fahren. Aber ich sag euch, wie es ist. Im Dunkeln 400 Kilometer geradeaus fahren, einfach nur straight, als man dann aus L.A. raus war, war es nämlich einfach übelst langweilig, weil ich habe einfach nur, es war pitch black, warum wird es denn hier um 7 Uhr dunkel? Ich kann euch mal kurz die Bude zeigen und dann muss ich einkaufen, weil ich verhungere. Ich bin natürlich auch schon hier seit 5 Uhr wach, weil natürlich mein biologischer Rhythmus gar nicht am Start ist. Aber ja, dafür habe ich schon gearbeitet und meinen Koffer ausgepackt hier. Ich kann euch schon mal die Arbeitsstation zeigen. Hier. Wird gearbeitet. Hier ist mein Kamerarucksack. Ich hatte wirklich Schiss, dass sie deswegen Stress machen, weil ich halt so viel Equipment dabei habe. Und dass sie dann sagen, ja, you must be professional, bla bla bla. Was habe ich mit? Hier Kabel, Festplatten, hier so ein Aperture-Licht.
Dann habe ich einen Car-Mount mitgenommen. Cool. Jetzt können wir so vorne in die Scheibe knallen. Objektiv, Objektiv, Fotokamera, Kabel, Kabel, noch ein Objektiv. Ja, eigentlich der Standardkram. Kopfhörer, hier so ein Arm. Dann habe ich so ein Einbeinstativ, was eigentlich ganz geil ist, weil das unlockt man und dann kann man das so hochziehen. Und dann kann man hier wieder locken. Kann man halt ganz easy, wenn man halt jetzt die Bühne filmen muss, schnell hoch und runter justieren. Hier ist einfach ein Beamer. Also ich glaube, wir werden keine Sekunde hier am Beamer sitzen. Da wird Basti pennen. Hier ist mein Zimmer. Ich habe mein Bett natürlich auch gemacht. Meinen Koffer schon ausgepackt. Badezimmer. Eine Dusche. Die Dusche fuckt mich übrigens als einziges ab, weil da kommen so ganz viele kleine, dünne Strahlen raus einfach. Und das ist es nicht. Dann geht's runter. Das Wichtigste, ESN-Lieferung und die Küche. Die Küche feiere ich, um ehrlich zu sein, sehr. Der Kühlschrank ist noch leer. Das Einzige, was ich habe. Ich habe von zu Hause Flohsamenschalen mitgenommen. Die habe ich an der Tanke gekauft, nicht gegessen. Designer Way, weil ich dachte, okay, ich gehe gestern Abend noch einkaufen. Und die Subs, die ich jetzt nehme. Ach und ja, hier. Mealprep-Dosen, eine kleine Waage. Und Isoclear. Ich habe meine Subs ein bisschen runter reduziert jetzt für die Reise. Ich bin 30 Tage jetzt in den USA und ich hatte keinen Bock dafür alles abzupacken. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich nehme das Nötigste mit, also was ich immer drin haben will. Das ist einmal Essentials, Omega 3, Vitamin 3, K2, sowas. Dann Athletic mit allen Mineralien, Vitamin C und Eisen. Vitamin C, weil ich keinen Bock habe, krank zu werden. Das kommt gar nicht rein. Und Eisen, ohne Eisen wird kein Vitamin C aufgenommen. Kreatin natürlich. Ich habe dieses Mal mit Cherry-Geschmack und Pulver genommen, obwohl ich ja sonst Kapseln nehme, aber Pulver ist einfach effizienter. Und Biotic Pro, weil ich merke gerade sehr, dass durch die neue Ernährung, die ich gerade habe, dass ich auch mal Scheiße esse, mein Körper nicht drauf klarkommt. Ich bin im Flug, ich bin gestorben, wirklich. Das Flugzeugessen war sehr gut, aber mein Körper kann es nicht gerade. Der ist Chicken, Reis und Brokkoli gewohnt. Und wie soll der das verdauen einfach? Ja. Ich hatte so Bauchschmerzen, wirklich, bis ich hier angekommen bin. Aber ja, ich hole mir jetzt erstmal was zu essen, weil sonst wird es hier heute nichts. Ey, ist so geil, ne? Es ist einfach 8 Uhr morgens und ich schwitze jetzt schon, weil hier einfach 40.000 Grad sind, Alter. Ich freue mich einfach. Da hinten sind die Berge. Wir fahren jetzt einkaufen. Oh, hier. Koffeinlager von gestern Abend. Oh. So ist es das noch nicht, ne? Wie die Kamera hängt. Irgendwie muss ich die noch höher kriegen. Wir fahren jetzt in den besten Laden der Welt. Boah, Digga. Hallo. Oh. Ich habe erstmal die Mülltonne mitgenommen. Ich verhungere, Leute. Ich habe ja gestern Abend nur kurz einen Burger bei Mc's gegessen, weil ich mich nicht voll scheißen wollte. Weil ich mich nicht vollballern wollte mit irgendwelcher Scheiße. Und deswegen müssen wir jetzt dringend was zu essen holen. Wir sind wieder da, Ramiro. Wenn du das siehst. Grüße gehen raus. Es sieht so geil aus, wenn du hier die Straßen lang fährst und du siehst da hinten so diese Felsen. Ist echt geil, aber es ist so heiß. Aber es ist besser als in Deutschland. Viel Spaß an alle, wenn ihr gerade friert. Denkt an mich, wie ich noch vor 2 Tagen mit einer scheiß Mütze mit dem Hund gegangen bin. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Man startet hier immer in dieser frische Abteilung. Aber eigentlich ist es hier überhaupt nichts für mich, weil ich bin nicht so der freshe Boy. Außer es gibt hier dieses Pulled Chicken wieder, weil das ist wirklich richtig geil. Dann muss ich da hinten hin. Oder so fertig gecuttete Ananas-Slices oder so. Bei sowas sehe ich mich richtig. Bin ich halt schon wieder komplett falsch abgebogen. Digga. Da wäre ich jetzt so am Start jetzt. Schönen Kuchen zur Begrüßung für Basti und Urs. Ich liebe einfach hier, dass alles so pre-cut ist, ne? Zum Beispiel hier frische Zwiebeln, frisch gecuttet. Dann so Pilze, frisch gecuttet. Das mache ich mir nämlich jetzt abends schön, mache ich mir ein Omelette und dann bin ich da auch clean am Start. Jetzt brauchen wir hier eine Sache, die essentiell ist, weil hier gibt es so Chicken Hack, das so ultra lean ist und richtig geil schmeckt. Ah, hier ist es schon, ne, Turkey ist es. Hier. Da ist es nur wichtig, dass man das Richtige findet, nämlich das hier. 99% lean, 1% Fett. Wie viel Gramm ist das? 1 LB. Ja, ich nehme 2 mit. Weil wir müssen hier auch die Gains saven. Dann habe ich, also ich habe noch dazu noch Spargel geholt. Ich mache nämlich gleich ein bisschen Meal Prep. Obwohl das reicht jetzt. Obwohl das reicht für 2 Tage, ja. Spargel, Chicken, Abendbrot. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Eier und Reis. Und Frühstück. Haferflocken. Dann läuft man hier durch an diesen ganzen richtig geilen
Cereals vorbei, aber wir wollen zu einer ganz bestimmten Sache. Oats. Cockroach. Ich sage euch ehrlich, das sind die besten Oats. Ich würde die am liebsten mit nach Deutschland nehmen. Das wäre ein bisschen zu viel, das geht in meinen Koffer sehr voll. Jetzt mal zwei Packungen mitnehmen und dann Himbeeren. Okay, das perfekte Frühstück. Natürlich auch wichtig ist, was man immer vergisst, man kann ja das Wasser aus dem Hahn nicht trinken. Und deswegen muss man Wasser zum Kochen mitnehmen. Hier. Mountain Spring Water. Ich habe noch hier ein paar kleine Flaschen. Das verdurste ich. Und jetzt das Wichtigste, weil ich bin ja Zero-Getränkesüchtige Meth. Erstmal ein Kanister Pepsi Max. Damit komme ich, glaube ich, gut zurecht. Ich werd hier eh reinscheißen, wenn es die nächsten Wochen ein bisschen stressiger wird. Aber deswegen versuche ich es jetzt im Rahmen zu halten. Jetzt brauche ich noch Cashew Butter. Hier ist nur Peanut Coconut Butter. Okay, crazy. Guckt euch mal bitte an, wie klein dieses Nutella-Glas ist. Das ist einfach, und ist aus Plastik. Das ist einfach meine Hand. Biscoff-Creme, noch der ist easy, auf jeden Fall süchtig. Boah, Junge, guck dir mal diesen Chunker an. Einfach Peanut Butter, eine Tonne. Das auf Finn, Alter. Creamy Cashew Butter. Am liebsten hätte ich die von ESL mitgenommen, aber ich sag euch, wie es ist. Ist einfach nicht worth it. Wenn das Ding im Koffer kaputt geht, dann habt ihr, glaube ich, 4 Wochen überhaupt keinen Spaß. Eine Sache, die hier krass ist, es gibt hier einfach so Egg Whites, einfach im Supermarkt. Oder auch 4 Sorten. Ich finde, das, was ich ein bisschen weird finde, ist, wenn die so in Plastik verpackt sind, aber die nehmen wir erstmal mit. Das ist halt so ein Amerika-Ding. Entweder Plastik oder Styropor. Da sind die ganz groß mit dabei. Mit Pancakes. Gibt es ja auch so ein Pancakes. Nee, wir halten uns noch zurück. Ja, das ist natürlich jetzt was Dummes passiert. Ich habe vergessen, dass man ihn nicht mit Apple Pay bezahlen darf. Jetzt muss ich eben nach Hause fahren, meine Karte holen und dann nochmal bezahlen. Ey, so eine Scheiße. Komplett vergessen einfach. Also ich weiß es ja, aber ich bin noch nicht ganz da, Leute. Jetzt können wir den Spaß hier erstmal auspacken. Ich habe mir noch so Brötchen geholt, die ich auch toasten kann. Ja, das ist so Reis in so Bags einfach. Ich bin ja faul. Oats. Das Ding ist halt, dass hier auch alles in meinen so 40 Tüten kommt. Salz habe ich noch geholt. Ach. Dann habe ich noch so Beef Jerky, weil ich das irgendwie mal ausprobieren will. Jedes Mal probiere ich es aus, aber ich vergesse immer, wie es schmeckt. Es ist ultra teuer. Generell könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was mein Einkauf gekostet hat, weil ich bin vom Stuhl gefallen. Schreibt es jetzt rein. Ich löse es auf. $120. Einfach für nichts. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin gerade schon mal kurz reingeflitzt, hab ein paar Sachen in die Küche. Eine Sache muss ich euch noch zeigen, die ich gekauft habe. Diät ist ja vorbei, ne? Psst. Die lieben wir. Ach, ich freue mich jetzt schon, aber ich muss jetzt erstmal mir Haferflocken machen. Und dann koche ich auch. Das war jetzt ein schnelles Einkaufen in Amerika-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächste Woche. Wir gehen hier dann mal das Gym abchecken. Wenn ihr mehr aus Vegas sehen wollt, schaut einfach, ihr wisst schon, wem vorbei.